Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir werden heute einmal zusammen ein relativ leichtes, aber effektives Gymnastiktraining für die Lendenwirbelsäule zusammen machen. Die ganzen Übungen werden gleich auf einer Matte stattfinden. Das heißt, such dir am besten eine Matte oder Vergleichbares, sodass du dich gleich auf den Rücken dafür einmal legen kannst. Und dann werde ich die Übungen gleich einmal mit dir durchsprechen, gleichzeitig mitmachen, erklären, worauf zu achten ist. Und dann würde ich mich über Feedback freuen, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann das an dieser Stelle schon mal gerne nachzuholen mit der Glocke nebenan, damit du kein Video verpasst. Lass mir gerne deine Erfahrungen hier und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß dabei. Für die erste Übung legst du dich wie gewohnt auf den Rücken. Die Hände kommen jetzt unter die Lendenwirbelsäule. Die Füße sind aufgestellt und jetzt drückst du deine Lendenwirbelsäule in die Unterlage bzw. in deine Hände rein und hältst die Spannung für etwa 10 bis 15 Sekunden. Dann wird die Spannung wieder gelöst, kurze Pause und im Anschluss wieder reindrücken. Du kannst dir entweder vorstellen, dass der untere Rücken gegen deine Hände drückt oder auch einfach begleitend versuchen, den Bauchnabel etwas zur Wirbelsäule ranzuziehen. Es hat in etwa den gleichen Effekt. Wieder lockern. Achte darauf, dass du bei der Übung die Atmung fließen lässt und wieder anspannen. Nun kommen wir bei der zweiten Übung zu einer ähnlichen Ausführung. Die Arme liegen nun aber neben dem Körper und du drückst ohne Hilfe der Hände nun in die Unterlage rein. Das heißt, die Lendenwirbelsäule in den Boden bzw. den Bauchnabel zur Wirbelsäule ran und hältst das, wenn möglich, wieder für eine ähnliche Zeit wie zuvor, das heißt 10, 15 Sekunden. Nach einer kurzen Pause spannst du dann gleich ein weiteres Mal an. Wir machen jede Übung in etwa 3 Durchgänge, drücken wieder rein. Wenn du mehr Zeit hast, dann kannst du diese Übung aber auch gerne sogar noch häufiger machen. Es soll wirklich einen Einstieg bieten, einen einfachen Einstieg bieten. Spann noch etwas weiter an, lass die Atmung fließen. Und dann lässt du allmählich wieder locker. Bei der nächsten Übung sind die Fersen dieses Mal aufgestellt, die Arme liegen wieder neben dem Körper. Und in der Position sollst du nun wieder die Lendenwirbelsäule runterdrücken, dieses Mal aber auch zeitgleich die Arme Richtung Boden drücken. Damit bekommst du noch eine bessere Aktivierung der Rumpfmuskulatur. Versuch auch da wieder 10 bis 15 Sekunden das Ganze zu halten, die Atmung fließen zu lassen und nach einer kurzen Pause fängst du dann wieder an, den Rücken in die Unterlage zu drücken und die Arme gegen den Boden zu drücken. Und noch ein weiteres Mal wieder den Rumpf aktivieren, Arm in die Unterlage reindrücken. Weiter halten, Atmung fließen lassen. Und dann allmählich wieder lockern. Super. Nun wollen wir einmal in die Brücke gehen. Die Arme sind wieder abgelegt und in der Position, wie ich es jetzt vormache, sollst du das Becken einmal anheben. Ich mache es bewusst gar nicht ganz so weit nach oben. Wenn es dir möglich ist, kannst du aber versuchen, wirklich eine gerade Linie zwischen Knien und dem Schultergürtel hinzubekommen. Es reicht aber auch, wenn der Rumpf, die Lendenwirbelsäule, nur ein Stück abgehoben ist.
machst zwischendurch kurze Pausen und versuchst es dann so lange, wie es für dich möglich ist, zu halten. Und die Arme helfen dabei so wenig wie irgendwie möglich, aber so viel wie nötig. Setz nochmal ab, kurze Pause, Atmung wie gewohnt fließen lassen. Und dann ein letztes Mal nochmal allmählich das Becken in die Luft halten. Atmung fließen lassen. Und dann allmählich wieder absetzen. Für die kommende Übung, falls dir diese gerade sehr schwer gefallen ist, dann mach diese gerne noch ein weiteres Mal. Wenn es gerade gut geklappt hat, dann versuch die kommende Übung so wie ich zu machen. Alles beim Alten zunächst. Das Becken geht jetzt gleich wieder in die Luft. Und nun soll einmal ein Bein ausgestreckt werden, kurz gehalten werden, zurückgeführt. Becken setzt ab. Einmal kurz durchatmen. Dann das Becken wieder in die Luft. Das andere Bein. Schön kontrollierte Bewegung. Und wieder absetzen. Und das Ganze im Wechsel hin und her. Bleib schön fokussiert bei der Übung. Mach die Übung in dem Tempo in etwa, wie ich es mache. Und wenn es zwischendurch gar nicht mehr geht oder die Energielast nachlässt, dann kannst du das Becken auch einfach wieder in der Luft etwas halten, ohne dass das Bein abwechselnd durchstreckt. Die Atmung fließt weiter und wir kommen zur nächsten Übung. Die Arme bleiben auf dem Boden, sollst du die gebeugten Knie abwechselnd jeweils zu einer Seite fallen lassen bzw. besser gesagt führen und auch da wieder individuell so weit wie es dir möglich ist, ohne dass große Schmerzen auftreten. Das heißt, die Übungen sollten immer einen starken Schmerz wirklich vermeiden. Es darf so ein bisschen ziehen, ein Wohlfühlschmerz gegebenenfalls auftreten, aber Ziel sollte es in der Regel sein, dass die Übungen schmerzfrei oder nahezu schmerzfrei ausgeführt werden. Und vielleicht merkst du mit der Zeit, wie die beiden Seiten etwas lockerer werden. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Übung. Ziehst die Knie gleich einmal ran und den Kopf hebst du ab, igelst dich ein, machst dich richtig rund, hältst die Position einen kurzen Augenblick zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und dann setzt du dich wieder ab, atmest weiter durch, entspannst und dann die nächste Runde. Wieder einigeln. Kurz halten. Und wieder absetzen. Entspannen. Und dann ziehen wir noch ein letztes Mal hoch. Und danach hast du die Gymnastik schon geschafft. Das heißt, Knie wieder anbeugen, einigeln, die Entspannung nachempfinden. Und so langsam in deinem eigenen Tempo wieder absetzen. Richtig cool, dass du es bis zum Ende durchgezogen hast. Sei auf jeden Fall stolz auf dich, dass du die Übung bis zum Ende mitgemacht hast. Die Übungen eignen sich für jeden Tag. Kannst du gerne immer mal wieder zwischendurch machen. Ansonsten werde ich auch regelmäßig auf diesem Kanal neue alternative Übungsprogramme
hochladen. Es wird also nicht langweilig für dich. Abonniere unbedingt meinen Kanal, falls du das bis hier noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke, damit du folgende Videos eben nicht verpasst. Und über Feedback und Kommentare würde ich mich riesig freuen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bleib gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin!